Alter. Gut gemacht, toll gespielt! Das ist ein besseres Drehbuch. Wow! Gespielt von meiner ersten. Kommt direkt Pass, hier der Ball. In der Grundlinie, das ist immer schwierig zum Verteidigen. Und dann kommt der Pass in Höchstlot. Auf seinen alten Tagen wird er noch Torjäger. Achtung! Jetzt schon die Möglichkeit zum 1-1! Meine Güte, was ist denn hier passiert? Das Ganze auslöst. Christoph Meyer sehr gedankenschnell. Nächstes Jahr nicht so ins Konzept passt, offenbar. Und da ist das 2-1! Und der Mann bisher heißt Joel Krenbühl. Ich kann kreieren. Ein bisschen einfach kommt er da, meiner Meinung nach, zu einem guten Abschluss. Aber ja, hervorragende Höhe, die er da abschließt. Und für den Körper eben nicht immer nur einfach. Oi. Und da ist zuerst Kenzig da, der Topscorer. Robert Linger mit dem Ballverlust und Danny Kenzig, der hier. Ja, schon beeindruckend, wie wenig Fehler. Und dann, was für ein Treffer! Sucht Danny Kenzig, sieht da die Lücke. Also hervorragender Pass. Genau der Form Danny Kenzig auf. Und der zieht durch. Hier lässt der Ball ganz kurz abspringen, wenn ich mich nicht. Und dann Rentsch! Wow! Klasse Tor, wieder dieselbe Linie. Wie es entsteht, die erste Chance vergeht. Dann hat Danny Kenzig hier mit seinem Tempo. Rentsch, der einhändig den Ball noch kontrollieren kann. Läuft. Beides einhändig. Ja, sehr schön gemacht. Jetzt die nächste Chance. Dudovic! Wow! Dass er den Gegner im Rücken hat, der Dudovic vor dem Goal ganz frei ist, der macht es hier besser als in der vorherigen Situation. Merkt, er hat viel Zeit, macht da noch eine kleine Täuschung gegen ihn und nimmt noch den Vorhang und dann unter die Latte damit. Aber auch die Vorarbeit wirklich. Sehr gut von Matthias Hofbauer hier. Es sind dann solche Bälle, die genau ans richtige Ort kommen. Der Schütze muss sich da nicht mehr. Die Variante. Die Wieler kommen gar nicht raus aus dem Tor. Und da ist tatsächlich Claudio Lelli. Geduld. Wenn der Bischof Berger da ein Druck macht, verzögert. Man hat das Gefühl, ja, es ist schon ein bisschen spät. Aber dann kommt der Pass da. Und der Lelli trifft ganz schön oben rein. Reusser, guter Schütze. Und da ist tatsächlich das 3-6. Yes! Es haben auch sehr viel Kontrolle drin. Natürlich, aber gleichwohl, da, wenn du eben diesen Abschluss nimmst aus diesen Zonen, die der Goalie draussen lässt, weil im Spiel 5 gegen 5 geht es wirklich extrem harmlos. Darum 6 gegen 5 sicher besser. Ah, Rüecke bekommt den Ball nicht richtig. Und dann fällt das 7-3. Und das ist jetzt genau das Gegenmittel. Der Abschluss hier nochmal, der Rüecker. Oh, der Pass kommt natürlich extrem stark und Dave Witter will einfach befreien. Aber der Joel Rüegg hat Joel Freibüffing. Und der trifft ganz schön mit sein Goal. Und jetzt die Möglichkeit fürs nächste Tor. Und jetzt legen wir uns fest. Oh, wirklich absolut verdient mit diesem Vorsprung hier. Christoph Meyer, Ball aus der Luft genommen. Göldi, toller Pass, nächstes Tor, 4-8. Eine Minute vor Schluss. Göldi. Bei der ersten lässt er immer noch nicht so viel zu. Oder jetzt so der Pass, der muss wieder zwei Spieler zwischen Stopp und Bein durch. Der Schweizer Meister 2019. Er heißt Wieler Erzigen und es ist einfach verdient.